Ja, mein schönster Moment in der Nationalmannschaft ist natürlich, hat angefangen mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaft und nachher das ganze Erlebnis in Amerika, Vorbereitung. Und nachher muss ich sagen, wenn ich in das Stadion gelaufen bin, das war Hühnerhaut pur. Ich bin durchgelaufen, ich musste wirklich sagen, Schorsch, du träumst nicht, das ist wahr. Du bist dabei, wenn die Nationalhymne gegangen ist. Und nachher ist natürlich auf der anderen Seite das Spiel losgegangen. Mit dem Freistoß habe ich genau gewusst, ich musste mich konzentrieren. Raus und konzentrieren. Und ich hatte den Ball gesetzt und dann habe ich wie einen Blitz ist in meine Gedanken gekommen. Jetzt, der Goalie spekuliert, der hat immer meine Freischuss gesetzt, müssen in den Goalie-Ecke schießen. Und habe mich nur auf das konzentriert und das war natürlich grausam schön gewesen, muss ich sagen. Das ist unglaublich, wenn man so ein Goal schießen kann. Man nimmt das gar nicht wahr, mit riesen Freuden allem zusammen. Und im Endeffekt kommt man erst später darauf, dass das eigentlich wert war, dass das erste Goal war nach 28 Jahren. Und das macht mich stolz und auf der anderen Seite muss ich sagen, es war ein riesiges Erlebnis. Nein, ich habe immer das Ganze, also meine ganze Karriere halt immer trainiert, Freistöße. Und es ist natürlich schön, dass einem das genau in dem Moment gelingt, das Erlebnis hat, dass man einem genau die Spezialität zum Goal führt. Ich habe mich riesig gefreut und ich bin weggelaufen und bin stolz gewesen und habe gesagt, hey, jetzt führen wir 1-0 in Amerika und das Publikum, das ganze Stadion hat getobt, obwohl wir gegen Amerika gespielt haben, haben so viele Schweizer gehabt, so viele Rot-Weiss, das ist unbeschreiblich, das Erlebnis, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Ja, es ist im Prinzip auch legendär geworden. Das habe ich damals aber noch nicht gewusst, dass das aber der erste Goal ist und dass es so legendär ist. Und das ist halt immer wieder, wenn man es im Fernsehen sieht und die Leute erinnern sich immer wieder. Und das ist halt einfach so. Ich bin der Schorsprecki, der das Goal geschossen hat. Und das ist einfach, wird immer wieder erwähnt und wird immer angesprochen. Und ich finde es schön und habe doch etwas Richtiges gemacht, dass so ein Goal zu einer Legende geworden ist.